Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom TBP Trivolos Big Pack. So, ich habe jetzt hier schon mal die Storytuner sauber gemacht und dann hier auch eine. Schon mal so ein Impuls-Item da dran geklatscht. Wo ich aber schätze ich mal noch hier. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Verdammt, jetzt ist das da unten. Ne, ne. Yeah. Ja, hier werde ich noch ein Servo dran klatschen müssen, weil da kommt die Diatruhe hin. Die könnte man eigentlich jetzt auch schon mal gerade holen. Die dürfte ja quasi leer sein. Außer so zwei, drei Gedönse. Hier ist nichts drin, die können wir auch mitnehmen. Sehr schön. Boah, das läuft heute echt wie am Schnürchen. Bin mal stolz auf mich. Ja, das Zeug lasse ich nochmal gerade hier. Weil da werde ich jetzt auch noch mir was einfallen lassen. So, da kommt dann noch ein Servo hin. Haben wir gerade einen dabei? Sieht nicht danach aus. Nochmal ein kleines Update hier zur Purifying Factory. Ich habe hier noch Gas oder Gas Upgrades installiert. 8 Stück, weil ich habe es mal getestet und die das Oxygen hier drin ist einfach leer gelachert. Das war nicht feierlich, also da musste ich Gegenmaßnahmen anwirken. Okay. Wo bin ich dann stehen geblieben? Den Tank können. Wir können mal hier den Tank weitermachen. Da muss dann hier das Chlorin und das Sodium, weiß ich noch nicht, ob wir das brauchen. Ich mach mal hier Dump Excess. Ja, das hier mit dem Salz, das war ja auch ein Kracher, dass das so schnell weg war. Okay, wir brauchen jetzt hier die Basic. Aber warte mal, wir machen jetzt zuerst mal den Tank fertig. Da brauchen wir das war Dynamic. Na, wo haben wir es hier? Dynamic Glass. Wir brauchen noch ein bisschen Steel. Für unsere Balls of Steel. Oder so ähnlich. Stealing Gods, da brauchen wir noch Eimer. Zwar eins. Ich glaube, das könnte klappen. Hatten die Eimer sich dabei verbraucht? Ah, hier habe ich noch das dabei. Ich meine, die Eimer hatten sich nicht verbraucht und ich lag natürlich falsch. Nee. Verdammt. Aber vielleicht reichen die 8 ja schon. Das war jetzt so, oder? Nee. Genau andersrum. Okay, das wird niemals im Leben reichen. Oder? Oder? Ja, das sehen wir jetzt. Vielleicht reicht das. Wird es reichen? Alter, sehen Sie in der nächsten Episode von. Okay, das wird nicht reichen. Da fehlt, warte mal, da fehlt genau eins. Warte mal einen Moment. Ich glaube, da erinnere ich mich noch was. Ja, da warte mal. Ja, da genau du. Warte mal. Alter, wie so ein aufgescheuchtes Wiesel gerade. Ich weiß, davon hatte ich noch einen. Ah, komm schon. Hier. Perfekt. Alter, ich freue mich gerade wie so ein kleines Kind an Weihnachten. Juhu. So, der Tank ist fertig. Wir haben ein Volumen von 100. Das habe ich bis jetzt noch nicht gepeilt, wie das Volumen berechnet wird. Also werde ich mich irgendwie mal mit Trivolo oder Streetbell fragen müssen. Ich trinke mal kurz einen Schluck von meinem Tee. Okay. Jetzt brauchen wir hier nur noch die. Moment. Add Mechanism. Ja, du hast Leerzeichen geholt, ja. Mechanism. So. Wo haben wir sie? Ich glaube, die waren auf der letzten Seite. Oder relativ am Ende.
Okay, Universal Cable, Pressurized Tube. Zwei Stahl und Glas. Können wir eigentlich hier zu. Ja, machen wir auch. Okay. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich das noch so ein zweites Minecraft-Projekt momentan im Wechsel machen werde, weil ich weiß nicht, für mich ist dieses hier langsam, ist bald der Punkt angekommen, wo mir so der Late-Game-Content fehlt, bin ich ehrlich. Ich versuche auch wirklich was noch Late-Game-Content einzubringen, also so ist es nicht, aber ich habe auch mal so wieder Bock auf ein Projekt, wo ich auch mal richtig ausrasten kann. Aber das werde ich dann eher so im Singleplayer machen. Okay, was heißt Singleplayer? Also ich werde erstmal so anfangen, dass es Singleplayer... Okay. Erstmal anfangen, dass es Singleplayer ist. Okay, Chlorin kommt an. Aber wenn sonst... Also so die anfänglichen Sachen werde ich halt wirklich, wie gesagt, im Singleplayer machen. Aber dann später... werde ich das Ganze dann schon noch auf dem Server ziehen. So. So, wo hängt das jetzt? Oder Moment, das ist schon auf. Jetzt wird er mal arbeiten. Also das. Ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Wo haben wir? Haben wir hier nicht. Kann ich auch einfach hier. Ich hab da so ein beschissenes Gefühl. Damals nicht nachgedacht. Okay, also zuerst einmal. Der hier steht total beschissen. Wieso stand er da eigentlich noch? Könnt ihr mir das erklären? Wieso stand er da? So, das machen wir jetzt anders. So, und hier das Reinfass hin. Und dann hier das. Und ich brauche doch den Konfigurator, habe ich schon befürchtet. Also ich konnte ja nur die Verbindung wegmachen. Der Konfigurator war hier drin. Ey, ich bin so vorbereitet heute. Was ist mit hier los? Okay, hier. Push. Ah, da. Okay, das Ganze aus. Okay, dann platziere ich hier wieder die Drums. Die platziere ich so schnell da, damit ich das hier wieder hinsetzen kann und... Okay. Die muss ich nochmal leeren. Müsste ich eigentlich auch mal woanders hin platzieren. So, nur schnell den Stopp genehmigen. So,
Dann wollen wir jetzt mal schauen, ob ich aber recht hatte mit meiner Befürchtung oder nicht. Also hier füllt sich nichts auf, das sehe ich richtig. Was ist, wenn wir das jetzt einfach hier hin platzieren? Auch nichts, okay. Dann machen wir das jetzt ganz einfach. Ja, jetzt habe ich ordentlich Chlorin verschwendet, ich weiß. Ja, das hätte ich hier sehen müssen, das verbindet sich ja noch nicht mal. Mein Inventar ist voll, das kann weg, Glas brauche ich nicht, die brauche ich nicht, Kikoku kann auf jeden Fall weg. Das kann weg, die kann weg, das, ja. Den Cobblestone benutze ich noch, um mich hochzubauen. Ja, das war sehr schlau. Mach das jetzt einfach mal hier, unverschämterweise. Okay, dann machen wir das anders. Da kommt da eben... kommt hier der Electrolytic Separator hin. Das sollte also klappen, wird... Oder weißt du was? Vorsicht ist besser als Nachsicht. Platzieren wir mal einen Block weiter weg. Na, dich wollte ich eigentlich nicht heranhaben, aber okay. So, du pullst und du pushst. Solange bis es ein Boy ist. Okay. Das hätten wir. Ich glaube, ich bin hier wieder Top 1 des umständlichen Bauens. So. Was ich mal gerade mache. Ich mache jetzt hier mal unverschämterweise nochmal so eine Leitung hoch. Damit ich jetzt mal hier die... Ja, wo ist er? Ah, den wollte ich eigentlich. Metallurgic Infuser wollte ich da schon mal platzieren. Ah, wieso gibt's den noch nicht ab? Ah, Autodetektor auf. Okay. Das haben wir eigentlich schon hier so weit. Da wird aber... Kann ich das Gas über einen Endertank porten? Da würde ich dazu machen, dass ich das hier von hinten so einflößen lasse. Das wäre, glaube ich, am klügsten. Ich mache es eigentlich gerade wieder komplett umständlich. Das ist mir bewusst, aber... Nein, das kommt hier nicht hin. Jetzt mal im Ernst, Leute. Was ist mit mir heute los? Ich achte sogar auf einmal auf Ordnung. Das kann hier rein. Hier kommt eigentlich gerade nichts. Okay. So, wie mache ich jetzt weiter? Jetzt brauche ich mal kurz eine Überlegung. Ja, ich glaube, ich habe es. Ich nehme mir das mit. Und dann klatsch ich da mal komplett Carbon rein. Hol mir ein Stack Eisen. Okay, die Upgrades behält er sogar. Sehe ich gerade. Aber der ist mir dann noch ein bisschen zu langsam. Ich habe hier noch Upgrades eben gesehen. Oder habe ich die jetzt auch eben dahin getan?
Also ich muss ja jetzt gerade eh so oder so warten, also kann ich ja mal kurz hier rüberlaufen. Weil dann wollte ich jetzt eigentlich schon mal. Ja, die hatte ich hier reingetan. Weil ich wollte jetzt eigentlich dann schon mal anfangen mit der Salination Plant oder wie sie neuerdings heißt. Komm, ich mach mal jetzt einmal voll. Gravel können wir mitnehmen, können wir auch hier irgendwie schnell was. Ach komm. Gravel schmeiß ich jetzt einfach mal weg. Ja, jetzt geht das schon mal einen Takt schneller, sehr schön. Da, 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 da. Oh ja, das ist der Song, den ich gerade brauche. Sehr schön. Dann, ach. Salination. Gibt's ein Nein? Die hatte einen Controller, das weiß ich. Ach ja, warte. Solar Evaporation, okay. Na. Okay, Solar Evaporation Chamber. Wir brauchen den Controller, wir brauchen dafür einen Copperblock und zwei Steel Casings, Basic Control Circuits und Glass Panes. Valve brauchen wir zwei, glaube ich, für die Wasserversorgung. Und das Ganze werde ich dann in der Wüste beim lieben Crazy aufstellen. Davon brauchen wir eigentlich jede Menge. Okay. Bin ich mal gerade gedanklich alles durchgegangen. Das gerade ich mir und das kommt dann direkt wieder da rein. Habe ich hier, habe ich hier, habe ich hier, habe ich hier nicht. Ich hole mir aber schnell hier ein Crafting Table rüber. Nein, hier wollte ich das. Nein. So, Crafting Station. Warte mal, ich hatte entweder hier, hier oder hier hatte ich die Glass Panes. Das war der Controller, den brauche ich nur einmal. Davon kann ich was mitnehmen. Brauche ich für den Controller noch etwas Steel Casing, das kann ich drüben herstellen. Gut. Ey Mann, was ist denn hier los? Ich komme da echt nicht drauf klar. Stell ich mir jetzt mal hier hin. Wir werden mit Kupfer mehr brauchen. Copperblock. Steel Casing. Zwei Stück. Na? Das ist echt der Song, den ich gerade richtig brauche. Sehr schön. Steel wird hier produziert. Also die Produktivität ist heute echt gestiegen. Die beiden Steel Casings. So. Copperblock. Die Control Circuits und das. Und wir haben den Solar Evaporation Controller. So, jetzt muss ich eigentlich gleich mal, wenn die Folge hier vorbei ist, nachschauen, wie viele Bienenmögel aufgebaut wurde. Ob das 2x2 plus Umrandung oder 3x3 war. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Wie gesagt, muss ich nochmal nachschauen. In der Zwischenzeit produziere ich ja noch ein bisschen Eisen. Ein bisschen Eisen, ein bisschen Stahl, meinte ich. Guter Stahl. Deutscher Stahl von deutschen Kühen, wie der liebe Trevor immer so sagt. Die Dynamic Valves kann ich nochmal machen. Da brauche ich ein paar Eimer für. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und hier 3. Einmal reicht. Ein Osmium noch für das Steel Casing, Dynamic Valves
Und die Soda Evaporation Valves sind fast fertig. Was habe ich verkackt? Ich habe hier die Mischung verkackt. Und wir haben das auch geschafft. Fast, jetzt brauchen wir noch Wochen 2. Okay, ein Osmium. Ich wusste gar nicht, dass es nur eins gibt. Habe ich gar nicht gesehen. Na, war schon richtig hier. So, die Circuits und Steel Casing und Dynamic Valve und wir haben 2 Evaporation Valves. Wuff! Heute bin ich echt im Flow. Okay, gut. Würde ich sagen, sind bei 20 Minuten, sind jetzt im Moment bei 21 Minuten. Und das war's dann auch für diese Folge. Ich muss mal ganz kurz strecken und recken, damit ich wieder was wach werde. Okay, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung und Kritik, alles in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.